Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Spiel, das ich schon lange im Steam Store gesehen habe und wo ich immer dachte, holst du es dir oder nicht? Weil ich schon den ersten Teil gespielt habe und der mich echt sehr mitgenommen hat. Ich habe euch mal eine Playlist verlinkt, also es ist wirklich schon ziemlich lange her und ich glaube, es sind nicht mal alle Videos verfügbar wegen Urheberrecht, was ich damals noch nicht hatte. Auf jeden Fall, wenn es interessiert, könnt ihr euch mal anschauen. Und der erste Teil hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen, sodass ich heute ehrlich gesagt noch traurig bin, wenn ich an das Ende denken muss, aber ich will nicht spoilern. Und so habe ich überlegt, holst du es dir oder holst du es dir nicht? Eigentlich habe ich auch gar keinen Platz so in den Aufnahmen, weil ich schon so viele Sachen bringe, aber wer mich kennt, weiß, dass ich ein riesen The Walking Dead Fan bin und Michonne ist einer meiner Lieblingscharaktere. Und jetzt habe ich dieses Spiel netterweise von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Nochmal hier an dieser Stelle, ihr müsst mir nicht schenken. Aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, du hast es geschenkt bekommen, jetzt bist du auch verpflichtet, was dazu zu machen. Und ich habe noch nicht angetestet, wir schauen jetzt rein und ich bin die Maus ziemlich schnell. Aber okay, wir schauen jetzt einfach mal rein. Ja, Folge 1 starten. Nein, ich wollte Folge 1 zurück. Oh Mann. Verwickelt und verstrickt. Ja, supi. Geht's jetzt los. Wer die Telltale Game Reihe noch nicht kennt, ist immer manchmal einfach Entscheidungen zu treffen und damit muss man dann leben. Ich habe auch so Wolf Among Us gespielt, das ist auch von selben Herausgeber. Könnt ihr euch auch eine Playlist anschauen. Werde ich auch unten verlinken, wenn es euch interessiert. Und es sind immer diese Entscheidungen, die einen eigentlich dann unruhig werden lassen, weil man sich immer denkt, was wäre, wenn es nicht so gewesen wäre, sondern anders. Deine Entscheidung bestimmt den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Ja, das habe ich gerade erklärt. Gut, danke, dass du mich unterstützt. So many people that I loved behind. So many that I can hardly remember them all. But there are two. Just two that I can never forget. Okay, drücke A, um das Gebüsch zu schneiden. Ich habe natürlich die Frage, spielt das Spiel... Spielt das Spiel nach dem, was in der Serie passiert, oder vor der Serienzeit? Ich denke mal vor der Serienzeit und ich schneide hier Gebüsche. They're not done with me. Nutze die Maus, um dich umzusehen. Ja gut, es gibt diese Tür, die wahrscheinlich ein Fenster zur Vergangenheit öffnet. Ich wollte nicht nochmal Tür sagen, sondern Fenster gesagt. Aber trotzdem nicht schön. Wie meint denn hoch? Okay. Cool. Ja, Quicktime-Events, da bin ich der Profi drin. Wer mich kennt, der weiß das hundertprozentig nicht. Och nö. Ich sehe eine fucking Zombie-Apokalypse am Laufen, nur wieso sind hier so viele? Ich wusste nicht, wie ich mich bücke. Erklärt, wie ich mich bücke. Er hieß nur runter. Ja, wie runter? S? Pfeiltasten? Maus? Hä? Okay, es ist Pfeiltasten. S und... Oh mein Gott!
Ja, ich bin tot. Ja, ja, ich weiß. Ja, gut, ich hab's verstanden. Jetzt weiß ich, ich bin die Einzige, die mit dem Tutorial nicht fertig wird. Ich sag's euch. Ich bin in Quicktime-Events so eine Lusche. Gut, jetzt hab ich's aber. Überraschen Sie mich nicht. So, runter. Kuh, 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 Kuh. Mann! Ich war nicht auf E vor... Das ist peinlich. Das ist gerade so peinlich. Okay, E. Es sind drei. Das heißt, ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Okay, zu viele Quicktime-Events. Kuh, 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 Kuh. E muss dann gedrückt bleiben. Okay. Das ist kompliziert. Okay. Oh Gott. Mein Gott. Fuck. Mein Gott, ihr hört wahrscheinlich, wie ich meine Tasten vergewaltige. Oh! Das ist doch eine Verarsche. Ich mache hier gerade so einen richtig Fingerkram. Ich würde sagen, wahrscheinlich mit Konsole ist es viel leichter zu spielen. Ich spiele es natürlich am PC, wie jede waschechte PC-Gamer, und es fängt wieder ganz von vorne an. Grandiose Scheiße. So, wenn wir Glück haben, schaffen wir heute in 90 Minuten oder so das Tutorial. Und dann geht es mit der Story auch schon los. Mann! Ich habe hier gerade richtig Fingerterror. Ich habe so einen richtigen Fingerkrampf schon. Das ist richtig ätzend. Weil ich mit manchen Tasten, zum Beispiel mit E oder Q, spiele ich nie. Ja, komm. Gut, kriegen wir diesmal hin. Ich frag mich nur, wer die Kinder sind. Wer die Serie kennt, der weiß ja, dass sie einen Sohn hatte. Aber der Sohn ist es, denke ich mal, nicht. Weil dafür waren sie ein bisschen zu weiblich. Wenn ihr versteht, was ich meine. Zwei Mädchen auf jeden Fall. So, komm, ich will nicht noch alles nochmal machen. Oh Gott! Okay. Oh mein Gott. Das muss so eklig riechen. Oh, das ist schon fast ein Gnadenstoß gewesen. Für dich auch, Bo. Für dich auch. Du warst bestimmt kein schlechter Mensch. Oder vielleicht doch. Menschen sind nie besonders nett. Nicht mal, wenn sie Zombies sind. Merkt euch das. Oh Gott. So viel Blut. Also, der Comic-Style hilft da nicht sonderlich viel. Es ist trotzdem ziemlich niederschmetternd. Na, siehst du auch so, ne? Oh. Lecker. Gut. Gut, dass ich gerade was gegessen habe. Ja, schön tief rein. Komm nochmal. Ja. Ja, nochmal. Gut. Haben wir es ja auch geklärt. Da hilft echt nur die Rübe eintreten. Klar, dass ich das machen muss. Oh, gut. Du, deine Schuhe, die brennen gleich an. Ich würde mal aufpassen.
Es wird, glaube ich, Zeit abzuhauen. Das sind ein paar mehr Streuner. Ach komm schon. Ach nee. Ich werde, das muss ich jetzt entscheiden. Na, ich will sie nicht laden. Das ist nur eine Patrone. Du wirst garantiert nicht die Zombies damit abschießen. Junges Fräulein. Nein. Nein. Some days I envy the dead. Nein. Wir spielen jetzt nicht Russisches Roulette. Nein. Du legst sie weg. Du legst sie weg. Nein. 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 Das Spiel hat gerade erst angefangen. Dafür haben Leute Geld ausgegeben. Du bleibst am Leben. Oh, die Musik ist geil. Und man kann sofort mitsingen. Okay. Und wir haben nicht mal 11 Minuten gebraucht für das Tutorial. Das ist schlecht, aber nicht ganz so schlecht. Da sieht man, dass die Mädchen noch weiter eine große Rolle spielen werden, wie sie da zwischen den Schatten lag. Folge 1. Verwickelt und verstrickt. Bitte sag mir, es geht nur ums Nähen. Bitte. Es wird nicht nur ums Nähen gehen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. 3 Wochen später. Rashid, come in. Over. Vanessa, you there? God damn it. Hey, Pete. Michonne, what are you doing up? Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares again. You holding up okay? Don't worry about you. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nicht toll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, bleiben wir ehrlich. This stuff you're dealing with is not gonna go away overnight. Just please tell me, if you know, if it gets as bad as it did. Wenn ich mich wieder umbringen möchte. I just need to keep busy. Oak! Oak! Whoa! Get down here, Michonne's taking your ship. 2 minutes! I still haven't heard from Rashid or Vanessa. It's not like those guys to be in a contact for this long. We trade every time I come through, same spot. Everything's just gone. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored right on the dock. Du wirst sie bestimmt. Wir machen mir ein bisschen Hoffnung, obwohl ich keine habe. Hope you're right. Maybe we can pass by again on our way back. Listen. You hear it? You hear it, right? Sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? Ich höre gar nichts. I don't hear anything, Pete. She's there. I just gotta find the right frequency. Pete? Michonne? Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. If they left, it was probably for good reason. Then I want to know why. Hello? Hello? Can you hear me? Hello?
You heard it that time, right? She said help. I don't know, Pete. Didn't sound like Vanessa. But it's someone. She might know what happened here. No, damn it! We're losing the signal. Look, if we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. All we'll find out there is trouble, Pete. Wir helfen ihr. All right, so let's help her. At least someone gets it. Ich bin immer für Leute zu helfen. You're the only one on this boat that even comes close to understanding. Not Berto, not Sadiq, especially not fucking Oak. You know there are people worth helping. Take over for me, okay? I'm gonna turn the boat around. Was ich schon die ganze Zeit sagen wollte, es ist eine super Idee, mit dem Boot rauszufahren, aber ich würde mir eine einsame Insel suchen. Irgendwo im Pazifik, da gibt es dann Kokosnüsse und wahrscheinlich eine Quelle, Wasser und so. Das reicht doch. Das reicht, dann lebt man. Aber wir müssen jetzt ein bisschen drehen. Und ich frage mich, Ranjit und Vanessa, waren das nicht die aus dem ersten Teil? Ich weiß nicht, in welche Zeit das hier spielt, aber egal. Ich drehe jetzt, oh Gott. Ich verstelle alles. Ich werde alles verstellen. Okay, das ist die Rauschsperre. Gut. Muss ich nur... Ich habe noch nie mit... Okay, ich habe was. Okay, es muss so sein. Nein. Ich sag's wieder nicht. Was ist das? Funkgerät ausschalten. Nein. Nee, ich möchte das bitte mal... Hallo! Ich möchte hier... Wieso kann ich da nicht drehen? Warum? Anything? I heard her. Barely. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. You want to find more people. You're forgetting what people are like. What did she say? Oh, fuck. What the fuck? Oh, bloody hell. Who's that? An iceberg? Everyone okay? Berto! Sadiq! You guys better get up here. What do we hit? Hell if I know. I can't see a damn thing. Berto! Hold the wheel steady. Take in those sails, now! Oh fuck. Das ist keine gute Idee. Get down. Oh fuck! Ah! You all right? Thanks for the save. Ich glaube, dass ich die Schulter ausgekugelt. Oh, get the jib under control. Damn shortwave. You just had to take us in close, right into a fucking rock. Hey, I've been sailing these waters for years. There aren't any rocks here. Well, then what the hell was that? Something else. You said it yourself. Something's going on around. Ein schwimmender Zombie oder so. It's not safe anymore, Pete. Your friends are gone, and whatever scared them off is gonna find us next. I told you this was a bad idea. You're just being paranoid. Ich weiß es nicht. Ich bin auch paranoid. Aber beruhig dich erstmal. We don't know anything yet. She's right. Panicking about it won't make us any less stuck. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak, Sadiq, get those sails tied down. Kann natürlich sein, dass jetzt in der Gruppe Gott uns ausnocken will. Go on. Michonne, what exactly did she say? Kein verdammtes Wort. Sie hat Mob Jack erwähnt, genau. She said Mob Jack. I couldn't make out more than that. Michonne, take these. See if you can figure out what we got stuck on. Just see if we're close to anything. I mean, I need to know what our options are. We just need to get ourselves moving again. For all our sakes. Na gut, natürlich darf die Frau hier wieder mal alles machen. Ich habe jetzt eine Taschenlampe und ein Fernglas. Gut.
Ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt gegengefahren? Hier unten? Wow, was ist los? Reis haben wir. Das ist jetzt natürlich gerissen, das kriegen wir wieder hin. Und das ist der Bug. Ich glaube, der Bug ist vorne. Ja, das Heck ist hinten, Bug ist vorne. Wir haben ein schönes kleines Boot eigentlich. Ich meine, wie gesagt, eine perfekte Idee. Wir haben weniger Stress mit Zombies. Also, nicht ganz ausgeschlossen, aber wir haben weniger Stress. Und ich frage mich, kann ich irgendwie die Sachen verwenden? Über die Kante sehen? Da ist nichts. Ich weiß nicht, was ich sehen konnte. Was kann ich noch damit machen? Backbordsicht. Ah, mit der Taschenlampe. Gut. Da hätte ich auch nichts erwartet, wenn dann auf der Seite oder von hier unten, weil hier sind wir irgendwo gegengerammt. Das zur Küste sehen. Wie weit ist es noch? What's that? Ein Schiff. Hol dein Fernglas raus. Komm schon. Ja, Fernglas verwenden. Ja, Fernglas verwenden. Dankeschön. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Schiff. Boah, unser Schaf. Boah. Oder? Ist das ein Schiff oder so eine Fabrik? Ein Schiff, oder? You see anything out there? Looks like an old ferry. Could be worth checking out. You know, extra parts, maybe some food. Überlebender. Maybe. So, kann ich hier noch irgendwie was ansehen? Nee, nicht den Sack Reis! Mensch! Der hat mich jetzt nicht so interessiert. Und du guckst hier ziemlich verstört. Also gucke ich hier mal die Steuerbord. Jetzt lernen wir gleich Steuerbord, Backbord. Wir können das. Über die Kante sehen. Erstmal so. Vielleicht sehen wir ja was. Aha, aber da könnte was sein. Also Taschenlampe verwenden. Ein Schiff. There it is. Hey Pete. Figured out what we're stuck on. Damn. At least it's not Rashid's boat. Ist auch gut, dass es nicht Rashids Boot ist. Und lebt er noch? No one's still on that boat. I don't want to die like that. Sorry. I just seen a lot of bad shit go. Wir alle. I don't want to see this fall apart, you know? I've seen better places than this get torn to shreds. You're not the only one. I shouldn't let him see me slacking off like this. Berto. Auch ein schöner Name. Nicht. Jetzt kann ich natürlich noch mit allen reden. Und stecke hier ein bisschen fest so. Aber das bringt uns die Lösung auch nicht weiter, denke ich auf jeden Fall. Ihn anzusehen bringt nichts, also reden wir nochmal mit ihm. Pete. Find anything? Saw a ferry. Maroon near the shore. A ferry? Didn't see a ferry last time I was here. Tiller lever shot. Snapped in two. The what? Tiller lever. Connects the wheel to the... Look, I don't know shit about boats. Just tell me what you need. Might have what we need to fix this damn thing. Best option we got. Sehen wir uns die Fähre an. Was ist mit deinen Freunden? Ja, sehen wir sie uns an. Komm. Let's get to that ferry. Ich muss es doch eh machen. I don't want to be stuck here any longer than we have to be. Can't argue with that. Maybe we can find some sign of Rashid's group. Let's round up the crew. Michonne and I will scout the ferry, see what we can find. Sieht lange nicht mehr benutzt aus. You wish. You've got work to do. Was ist das? You didn't answer my question. Nehmen wir auch mal mit. Christ, here we go again. Guys, you three, catch the boat, pull her out of here and lay anchor near the shoreline. Got it. Don't go anywhere. Stay near the boat and keep her safe. Oh Gott! Was ist denn das? Gut, krieg ich hin. Wie neu.
Hier muss man auch jede Kleinigkeit selbst machen. Don't let this turn into a rescue mission. Forget his friends, right? Best get the parts and get back here. I can't make that promise. If someone's in trouble, I'm not gonna just leave them. We can't lose anyone else. Wir können aber jemanden gewinnen. Come on, let's get going. You ready? Ja, muss ich ja, oder? So, ich würde aber sagen, die erste Folge war jetzt etwas länger. Ich werde hier auch Pause machen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick in das Spiel bekommen. Wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich hoffe, bis dann. Ciao.